Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator mit Balui und Katze. Hallo, ich bin Balui. Hallo. 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 Macht ihr produktive Sachen? Ja, bestimmt. Ja. Ich denke nicht. Ich versuche jetzt Katze zu zeigen, dass es bestimmt gar nicht so schwierig ist, so einen blöden Baumstamm aufzuheben. Oh nein, das muss ich mit ansehen. Nein, musst du nicht. Mach deine blöden Felder. Wo seid ihr? So, ganz simpel. Ast genommen, Ast hochgehoben. Mach das nicht ohne mich. Ich wollte schon mal einen Baum transportieren. Cool, das geht sogar. Guck mal, Katze, was ist denn dein blödes Problem? Ja, hallo. Das war so knapp. Fast wäre ich erschlagen. Guck mal, ich hab den Baum. Was machst du denn mit der Palme? Du musst doch die Krone abmachen. Was ist mir egal, ich finde die schön. Ah. Oh, Tannenbaum. Wow. Oh, Tannenbaum. Wow. Wie grün sind deine Urblätter. Du grünst nicht nur. Nein, 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 nein. Zur Sommerzeit. Katze? Ja. Katze, wo bist du? Ich wollte dir einen Baum bringen. Oh, 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 Hundelogik. Ich habe einen Baum gefunden und der trägt deinen Namen. Ich hatte gerade Hundelogik, Blauli. Warum? Kennst du das, wenn so ein Hund einen richtig dicken Stock findet und versucht, in die Tür zu laufen? Ja. Wo muss ich denn? Wo muss denn das Zum Ding Sägewerk. Hin? Wo ist das? Bad Sägewerk. Sägewerk, Bad Sägewerk, da sägen wir nur Buchen. Da oben, ganz da oben im Norden. Was zum Geier? Wie kommen wir denn da hin? Ja. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Ja, warum lädst du die Baumstämme nicht aufs Auto? Weil du dafür das Zeug auf den Anhänger da drauf packen müsstest. Meinst du, du kannst den auf meinen Pickup legen und ich kann ihn festmachen mit meinen Spanngurten? Hol dir deinen eigenen Baum, das ist meiner. Jetzt leg ihn mir hinten auf die Ladefläche drauf. Ich kann das. Warte, ich muss den erst lösen. Okay, viel Spaß mit dem Baum. Okay, ich kann nicht mehr wirklich steuern. Inge Meinholz. Hilf mir, mach das Ding weg. Was hat Katze denn da umgeworfen? Es geht halt einfach, wie dämlich das schon wieder ist. Super Pickup! Die Kontrolle ein bisschen verloren, aber nur so ein bisschen. Kommst du zum Sägewerk damit irgendwie? Ich kann nicht lenken richtig. Ja, das ist ja nicht mein Problem, ne? Doch. Nein, das geht doch. Was willst du denn? Ich kann aber nicht lenken. Fahr damit einfach zum Sägewerk. Ich kann nicht lenken. Meine Reifen sind nicht auf dem Boden. Ah. Ich kann damit nur im Kreis fahren. Du schaffst es schon. Ich hole einen neuen Baum. Wie wär's, wenn du mir einen kleineren Baum holst? Dann ist das vielleicht möglich. Ja, wenn du mit dem Baum hierher bringst. Ich hab mich verkannt. Seht ihr das, wie die ganze Zeit die Kante, die das Ding halten sollte, die ganze Zeit wegbackt durch den scheiß Baum durch? Ich meine, es gibt bestimmt Möglichkeiten, das Ding hier schön solide irgendwie zu greifen, sodass es nicht kaputt geht. Aber das hier ist einfach nur verbackte Scheiße. Also das tiltet mich richtig. Das ist richtiger Müll. Na, nicht so böse Wörter. Sollen wir lieber Train Simulator spielen? Nee, dich verbuddeln. Nein, was will ich denn da in der Erde? Ja, möglichst nicht so einen Müll labern. Das tiltet mich richtig, das Ding hier. So, jetzt gibt's Geld. Komm, richtig Waren das gerade 1000 für den Baum? Für den Aufwand? Richtig Mo. Du hast gesagt, richtig Mo. Was ist richtig Mo? Mo. Richtig Mo. Also, das waren 1000 für den Aufwand. Das war doch... Ach, Gottes Willen, ey. Kann das ein Helfer machen? Ich bin bald da. Nein, das ist kein Können Helfer das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich können Helfer das besser als wir selber. Glaubst du, ich kann den Helfer hier mit dem Pickup und dem Baum zum Sägewerk fahren lassen? Nein, glaubst du, ich glaube nicht, das? Dass der Helfer das tut. Glaubst du, der versteht? Sag mal, wie hebt man denn diese blöden Baumstämme auf, wenn der Greifhaken länger zu kurz ist, um die Baumstämme unter die Gabel und so? Dumm ist denn das? Zu kurz unter die Gabel. Was redest du denn? Ich krieg den Baum nicht. Also ich krieg den nicht gegriffen mit deinem blöden Aufsatz von deinem Radlader. Weil der rollt immer weg. Ja, ach nee. Ja, nee, doch, nicht ach nee. Was du nicht sagst, der geht immer weg. Oh, wir hätten uns fast getroffen, Katze, hallo. Ja,
bin extra ausgewichen. Du hast gar nicht gesehen, was ich hier mache. Ich arbeite professionell. Wie komme ich denn da jetzt hin zu dem Sägewerk? So, Blauli, jetzt ist nämlich das Lustige. Du kannst die Bäume nicht von unten greifen. Eigentlich sind diese scheiß Gabeln dafür ausgelegt, dass du hier unten an die Bäume dran fährst. Nein, das ist mein Baum! Das ist mein Baum! Den Scheiß so mitnimmst. Das geht aber nicht. Das ist mein Baum! Mit dem Scheiß so hingehen. Das ist mein Baum! Hallo? Mein Baum! Hingehen? Mir egal! Mein Baum! Hingehen, das Ding greifen, das Ganze dann noch in die Richtung. Und da ist schon wieder das Gleiche. Du konntest es nicht greifen. Schon wieder nicht. Mein Baum! Siehst du das bei mir auch, dass meine Zange sich so überdehnt manchmal? Mein Baum? Nervig? Mein Baum! Mein Baum. Ist das da das Sägewerk? Mein Baum. Ich hab's bald geschafft. Und jetzt? Lauli. Was jetzt macht hoch. Höher, nicht runter. So, und jetzt fahren wir damit jetzt im Partnersalon los. Das ist zu hoch. Du musst mein ein bisschen Baum. Runter. Mein Baum. Ich hab bald meinen runter. Baum abgeladen. Komm, kann ich mir dann neuen komm. Holen? Wir fahren, komm. Woher? So, rechts fahren. Okay. Rechts lenken, genau. Das Problem ist, ich bin ein Hinterlenker und du ein Vorderlenker. Links fahren. Das ist ein Allradlenker, solange du das nicht umgeschalten hast. Ach so. Warum so, lenkt der denn Allrad? Rechts fahren. Ja, noch mehr rechts? Ja, noch mehr rechts, klar. Deine Räder in meine, das ist nicht fair. Das ist gemein. Was ist denn das jetzt hier? Ich habe das Gefühl, wir kommen vom rechten Weg ab, Laudi. Ja. Das ist, wir müssen näher beieinander bleiben. Hey, so, so ist das gut. Wo muss ich denn die Bäume abladen? Das ist irgendwie wir kommen und helfen. Ich bin hier nicht richtig. Oh nein, ist das ein Hof? Da vorne links halten, hier links halten, komm. Ja, mehr links, okay. Links, mehr links. Links, noch weiter links. Ja, noch weiter ja, links. Ja, wir ja, fahren ja. direkt drauf zu. Dass das funktioniert. Ich finde, wir spielen das Spiel hier sehr, sehr... Mein Ding kippt bald um. Mehr nach links, schnell, da kommt ein Baum. Wir müssen weiter links sein dann. So, jetzt hier, wir synchronisieren. So, da kommen Schienen. Drüber. Ja, das ist egal, wir können einfach drüber fahren. Okay. Hallo ihr zwei, das sieht gut aus, was ihr da macht. Ja, und jetzt müssen wir da einmal links komplett rum. Weil nein, wir kommen ich hab durch. Mich verhakt, das gibt's nicht. Dum. Einmal außen rum jetzt hier, komm, scharfe ja. Linkskurve jetzt, hier um das Teil. Scharfe Linkskurve. So, jetzt hier, geradeaus. Weiter nach rechts, meine, ich hat's losgelassen, das darf ich nicht. Ja, komm, jetzt mein Baum, dann fahr weiter. Mein Baum. Fahr weiter. Links jetzt, mein da vorne ins gelbe Bereich. Meins Baum. Und dann hängst du fest. Meins Baum. So, und jetzt hast du ihn genauso verloren wie ich auch und da ist er weg. Hä? Hast kein Geld für gegeben? Doch, klar. Ja, ist doch gut. 500. Pro Person. Warte mal, Miri hat noch einen Baum. Hast du den schon gesehen? Wir müssen den, glaube ich, noch abladen. Miri, komm. Hilfe. Ich bin auf dem Weg. Warte mal. Bevor du den da ablädst, warte mal. Kannst du mal eins haben. Na, ich muss den ganz kurz von Blättern befreien, dann gibt er mehr Geld. Dankeschön. Wo muss ich den denn jetzt hinbringen? Hier vorne, komm da mit. Vorne rein. Komm. Ja, sehr gut. Da um die Kurve, da wo das eckige Feld ist dann. Genau. Einfach durchfahren. Ich kann nicht so richtig lenken. Ja, muss halt ein bisschen mehr Kurve gerade. Einfach geradeaus düsen, das wird schon passen. Komm, muss nochmal ausholen. Du musst mich anschieben. Nee, du schaffst das schon. So, einfach reinfahren, du musst nicht mal loslassen. Nee, muss nur reinfahren. Einfach nur reinfahren, bis er drin liegt. Ja, vielleicht muss die Spanngurte noch lösen. Ups. Nee, ich glaube, jetzt ist er gleich da auf dem Boden. Ja, jetzt. Da. Auf Wiedersehen. Ja. Mein Baum. Pickup und ich, wir haben einen Baum hierher gebracht. Ich bin stolz auf den Pickup. Traurig, dass das genauso schnell geht, als wenn wir die von Hand darüber karren. Ey. Vielleicht nächstes Mal einen kleineren und vielleicht ein bisschen besser drauflegen, dann wird das wahrscheinlich... Wir können den einfach, wenn wir den echt ordentlich übers Dach, dass der ganz gerade drauf liegt, müsste das doch voll gut gehen, oder nicht? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, aber dazu musst du ihn gerade drauflegen. Richtig. Ja, kein Problem. Ich habe einen Trecker, das ist mein Baum. Warum haben wir eigentlich quer die immer Felder? Weil es hier keinen Weg nicht? Hoch gibt. Stimmt, da musst du normalerweise mit dem Zug hinfahren. Hä? Ich wollte auf einem richtigen Weg mucho fahren, treno. Mucho faro treno. Nixus vegus. Da hier, was ist denn das? Der Feldweg hier zwischen. Kapake. Gesundheit. Haben wir denn jetzt genug Geld? Kriegen wir ja mittlerweile für Zuckerrohr oder immer noch nicht so? Na, ich ist noch ziemlich bescheiden. Mann.
Bis wir warten, bis das was wert ist, sind 3 Jahre vergangen. Also ich würde jetzt ganz gerne mal meinen gelben wiederbekommen, wenn ich ehrlich bin. Du hast dir extra einen Aufsatz für deinen blöden Träger gekauft, den kriegst du jetzt nicht jemand wieder. Jemand muss mir das wieder auf meinen Pickup laden. Ja, Signore, du kannst das mit dem verladen, ich brauche den gelben jetzt. Wofür? Weil ich mit dem das nicht einsammeln kann, das Zuckerrohr, ich will das in den Ding machen. Ja, du hast doch gesagt, ist noch nicht weit genug. Ich muss aber trotzdem noch befüllen. Ja, aber du hast gesagt, ist noch nicht cool genug, das Geld für. Aber wir brauchen den Anhänger nicht, deswegen möchte ich ihn direkt ans Zuckerrohr stellen, den Anhänger. Verstehe ich jetzt nicht. Gib mir den... Ja, warte, eben Miri den Baumstamm aufladen, ne? Na gut, dann mach halt. Okay, und jetzt ist es kaputt. Wieso bewegt sich die Nase da jetzt? Doch. Du musst es vielleicht mittiger greifen. Ich weiß, was ich tue. Kettensägen, Mobbing. Das sieht nicht so aus, als wüsstest du, was du tust, so. Wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt tun wir das Ding bei Miri aufs Dach. Gerade. Deswegen müsstest du es auf der anderen Seite noch nehmen. Ja, Katze, los. Lass mich, ich säge. Nein, nimm deinen Trecker und mach... Katze. Soll ich ihn über den Haufen fahren? Geh gerne Trecker und lad mit auf. Komm ihn über den Haufen fahren. Ich fahr einfach drunter, warte. Katze! Jetzt halt es doch, ich fahr doch drunter. Jetzt warte doch. Katze macht Scheiße, der will den Baum durchsägen. Jetzt mach ein bisschen höher, du siehst doch, ich kann drunter fahren. Ja, aber Miri, Katze will den Baum durchsägen, verstehst du das denn nicht? Nein! Was? Kannst du den loslassen und das hilft? Warte. Okay, viel Spaß. Was zum verdammten Meier? Verdammt! Hilfe, Fisch! Fisch! Dein Auto ist umgefallen, hast du schon gemerkt? Nee, ehrlich gesagt noch gar nicht. Nein, was machst du denn? Nee, jetzt kannst du den scheiß Baumstamm selber wieder aufladen. Jetzt, wenn du ihn mir gerade drauf gelegt hast. Der war hättest, doch gerade drauf. Nein, er war nach links verschoben, deswegen bin ich umgefahren. Ja, aber das war Katzes Schuld. Ich denke nicht. Katze, was? Wollen wir einen kleinen Traktor zeugen, oder was wird das, wenn es fertig ist? Welche Farbe wird der dann? Braun, gib mir wenn, wieder. Wenn grün und... Hilf mir den... Gib mir, ja, wenn du mir hilfst, der Baumstamm schön bei Miri drauf. Pass auf, du kriegst den Radlader, wenn du mir hilfst, mit Miri das Holz da drauf zu machen, eben bei Miris Auto, okay? Also das Gewicht möglichst vorne ja, ist. Ja, fahr mal, ja, aber du sitzt schon vorne, das heißt, du hast eh schon Schräglage. Ja, richtig, dass das möglichst vorne ist. Ansonsten kippe ich die ganze Zeit nach hinten und ich lenke vorne. Hast du die Beleidigung nicht mitgekriegt gerade, oder? Nein. Okay. Er hat dich fett genannt. Ja, ich weiß. Fies. Hey, guck nicht mal. Mich hochheben. Nein, fies. Flauli hilft da sehr gut mit bei dem hier. Ich kann ihn schon fast nehmen. Ich hab ihn schon. So, ein Stück zurück. So, jetzt liegt er drauf. Aber ich wollte, so, dass das Gewicht hinten ist. Wie fahre ich denn jetzt? Ja. Du bist jetzt ein Einhorn. Ich bin ausgestiegen. Ist doch super, oder? Warte, wir machen das folgende. Warte, ich habe eine Idee. Warte. Warte, ich schubst den hinten an. Ich schieb den jetzt hinten runter und dann musst du die Gurte nochmal lösen und wieder dran machen. Dann warte, ist er so nach vorne. Katze muss ja, Katze muss doch theoretisch nur... Warte kurz, warte, Miri. Miri ist ungeduldig in Person. Ich muss das hier ungefähr machen. Komme ich da noch drüber? Ja. Brauchst du hier vielleicht deinen Gabelstapler dafür? Brauche ich da allgemein meinen Gabelstapler? Was war dir die ganze Zeit schon egal? Ja, aber für Miris Hilfe würde ich dir den geben. Aber sonst nicht. Was machst du denn da? Ich will ihn runterdrücken. Nix geholfen. Nochmal. Ja. Und aber du musst da. Nein. Ich dachte, du hältst ihn fest und Miri fährt. Ja. Du Scheiße. Miri ist ein Einhorn. Auf okay. Wiedersehen. Hier, nimm dein Ding und gib mir meinen. Das ist oh nein, die Falle. Der Ultra-Pickup. Wir kennen ihn nicht anders. Katze, willst du mir jetzt eigentlich erzählen, dass du jetzt diese ganze Baummacherei und so jetzt einfach wieder liegen lässt? Und Nein. Ich wollte eigentlich die letzten Bäume jetzt noch verkaufen. Es ist ein und Unglück. Wollte passiert. Dann weggehen. Ach so. Und die ganzen Holzteile, alle Maschinen, die du dafür gekauft hast und so? Die wollte ich. Wir haben nichts gekauft, wir haben alle gemietet. Ja, meine ich ja. Die werden dann einfach wieder zurückgegeben. Aber du wolltest alle Bäume hier noch fällen? Nein. Das kannst du gerne selber machen. Nein. Kannst du komplett vergessen. Das ist so eine Scheißarbeit, die meine ich. Deine Arbeit.
Du hast dich dafür freiwillig gemeldet. Komme. Kannst du mal Miri helfen? Die jammert. Sperr die mal aus. Die jammert schon die ganzen Folgen nur noch. zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Ich mein Positionslicht sogar an. Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Heb mich einfach hoch und bring mich zu der Mühle. Okay. Das sieht nicht aus, als würde es noch lange halten. Oh oh. Ich glaube, wir brauchen... Well... Hilfe! 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 Oh, warte, ich krieg sie denn. Doch nicht mehr Hilfe. Hat die Hilfe. Dankeschön, Katze, für deine Hilfe. Gerne, gerne, kein Problem. Fahr jetzt einfach nicht so schnell, dann geht das auch, Miri. Kein Problem. Ich trag dich da jetzt hin, alles gut. Dieses Spiel ist so bekloppt manchmal. Und damit meine ich nicht, es ist scheiße oder so. Ich finde es einfach lustig. Was tun wir hier? Ich fahre dich jetzt durch die Gegend. Ist doch schön, oder nicht? Das ist eine romantische Spazierfahrt. Ich da drin sitze, ist eine, okay für mich. Eine romantische Spazierfahrt zu zweit, nennt man das. Das ist ein Ausflug, das ist ein Date. Ja, okay. Das ist ein Date. Natürlich ist das ein Date. Okay. Weil das ist nicht klar. Ja. Ich möchte nur kurz anmerken, jeder Tag ist ein Date. Also jeder Tag ist ein Datum. Okay. Mhm. Kann ich eigentlich auch Miri verkaufen, so mit über die... So eine gelbe Fläche, was? Eine Miri zu verkaufen. Sei nicht zu viel, sonst mache ich die Spanngurte lose. Ja. Das nennt man wortwörtlich Druckmittel. Bringt ihr noch nichts. Sie hat ihn losgelassen, aber hat nicht geholfen. Ja, da war er schon zu weit. Ja. Ah, okay. Geschafft. Oh, daran werde ich jetzt nur stundenlang sitzen. Woran? Das Zuckerrohr an den scheiß Anhänger zu laden. Hast du nicht gesagt, es ist easy? Ja, aber es wird trotzdem Stunden dauern. Muss die ich zwei, noch einen Baum transportieren? Wäre wahrscheinlich noch effizienter, da Förderbänder aufzustellen. Gibt's ja. Das? Was, Miri, wozu? Soll ich noch einen Baumstamm transportieren? Ich glaube, es sind keine Baumstämme mehr da. Gibt's keine kleineren Bäume? Katze hat ja dran gegeben, hat alles gekauft dafür und sagt mir, nee. Wir können, aber zu zweit können wir das. Ich transportiere die in meinem Pickup. Nein, du kippst immer um dabei. Fies. Nein, hey, fies. Hier liegt alles voll, als wenn Katze sich gedacht hätte, ja, ich mache jetzt Baum und ach nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ah, da vorne ist noch ein Baumstamm. Möchtest du den auch noch haben? Da ist ein kleiner da links. Den, wo? Hier vorne, stimmt. Den kann ich transportieren. Wow. Der zählt nicht mal, das ist ein Zahnstocher, das ist kein Baumstamm. Du bist hier kein Baumstamm. Hier unten liegt noch ein kleines Stückchen Baum, das kannst du mir auch noch drauf machen. Brech den Baumstämmen nicht ihre Baumhaftigkeit. Das ist wahrscheinlich der Stumpf, mein Schatz, den kann ich nicht nehmen. Aber der liegt da auf dem Boden. Echt? Katze, die... Katze hat die klein Katze gehäckselt. Hat vorhin, ja, er hat einen Häcksler gekauft, alles gekauft und nichts davon benutzt er mehr. Das ist schon ziemlich diskriminierend für das Holz. Hm. Naja, muss halt ein echtes Holz sprechen. Ja. Guck mal, ich kann das Ding nicht hochheben. Die Kralle geht da durch. Mal weiter unten, das ist ja die Krone da oben. Du meinst, ist er da? Habe ich jetzt wirklich einen Teil davon daneben geworfen? Nee, das waren die Reifen. Okay, ich dachte gerade schon. Bisschen witzig wäre das schon. Ich dachte schon, ich muss jetzt zum Hulk werden. Du könntest mich auf die Seite legen und dann könnte ich es mit den Spanngurten nehmen. Ja, noch so eine schlaue Idee. Gerade nicht. Aber die Idee ist eigentlich dann wirklich super. Das könnte die OP-Lösung. OP-Lösung. Okay. Die OP-Lösung für das Ganze. Der Pickup ist eh unser Universalwerkzeug. Richtig. So, Miri, geh mal bitte weg, fahr mal zurück. Warum? Weil ich sonst den Baumstamm nicht hochheben kann. Aber du gibst ihn doch mir, oder nicht? Ja, aber ich muss ihn ja trotzdem einmal anheben. Raus. So, fahr runter. Das klappt ja super. Vorwarn. Oh, warte, falsch. Warte, ich hol eben Schwung. Nee, nicht Schwung, vorfahren. Ja, das war so hilfreich wie gar nichts. Geh weg! Das tut mir leid. Nee, denke nicht. Das tut mir leid. Mann, ist das behindert mit den Bäumen. Hey. Blöd mit den Bäumen. Die Bäume haben auch Gefühle. Ja, aber nicht mehr lang. Das ist eine Ansage an Greenpeace. Ja, richtig. Finde ja auch Vegetarier ganz brutale Menschen. Die essen halt
Die essen mein Fleisch, das Fleisch weg. Du kannst deinen scheiß Baumstamm jetzt alleine aufladen. Kein Nerv mehr. Das warst du, du hast ihn doch einfach... Du hast doch, nein, du hast den Spanngurt drauf gemacht und dann... Nein, der Spanngurt ist da nicht drum rumgegangen. Der Spanngurt war bis oben hin, hast du es nicht gesehen? Also nee, bei mir sieht man es. Ja, bei mir sieht man es. Also es war drauf. Und dadurch hast du ihn nach vorne gezogen. Das wusste ich nicht. Jetzt weißt du. Bei mir sah es aus, als hättest du ihn einfach losgelassen. Nein. Hab doch, ich denke schon. Man sieht es bei mir zum Glück im Video. Bei mir auch. Und da hast du ihn einfach losgelassen. Ich lass den Baum, das ist voll kompliziert, so einen blöden Baumstamm loszulassen. Das geht gar nicht. Nicht gähnen in einer Aufnahme. Oh, der gähnt hier. Miri. Was soll denn sowas? Ich weiß nicht, was das soll. Warte, warte, warte. Fahrt runter. Ja, der Baumstamm kann mich mal am Arsch lecken. Ich hab keine Lust mehr. Ist durch mein Pickup durchgeglitscht. Ist egal, wir machen jetzt erstmal Ende der Folge. Oh ja, das war meine Folge. Dann hoffe ich, euch hat das gefallen. Wenn ja, könnt ihr bei Baloui und oder Katze vorbeischauen. Und bleibt schön feurig. Nein, das ist meine. Überleg dir was ein. Bleibt feuriger. Bleibt mieriger. So. Bleibt feuriger. Auf Wiedersehen. Haben nur drauf gewartet.